Okay Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Attack und ja, heute habe ich ein bisschen was Spezielles vor. Erstmal die Sachen hier noch einsammeln, die hier noch so rumlagen, nicht dass ich die umsonst abgebaut habe und hier so ein komisches Loch hinterlassen habe. Und des Weiteren habe ich noch was vor, was Kleines. Und zwar möchte ich heute zurück zur normalen Stadt kehren erstmal. Aber vorher bin ich natürlich jetzt noch hier. Ich werde das Ganze dann schneiden, wie ich zurücklaufe, weil das ist ja relativ uninteressant und dauert auch ein bisschen, deswegen lasse ich das dann raus. Hier würde ich übrigens dann doch Sand hinmachen später, mal gucken. Jetzt baue ich ihn aber erstmal ab, dass es bis dahin nicht so kacke aussieht. Gucken wir mal, dass wir hier vielleicht ein bisschen Strand dann um das Haus drumherum machen oder so. Hier die Bäume reiße ich, by the way, auch noch ab. Vielleicht fange ich jetzt schon an zu bauen. Ganz kurz, ich habe mir noch nichts überlegt, tatsächlich im Voraus, aber vielleicht kommt mir noch ein Gedankenblitz oder ein Geistesblitz und ich weiß dann, was ich machen kann oder so. Das wäre natürlich schön. Cool finde ich es auch, dass man von hier aus da hinten hingucken kann und das direkt sehen kann, ne? Wo man zum Portal muss. Ist auch nicht schlecht. So, dann haben wir jetzt ja erstmal ein bisschen Holz. Was kann man jetzt daraus machen? Ich dachte mir, dass ich ein bisschen heller bauen möchte, so im helleren Stil. Ich mache mal alles durch gerade. Und dass ich aber auf jeden Fall nicht dieses Birkenholz hier so an den Seiten verwenden möchte, weil das sieht immer ein bisschen doof aus, sondern ich nehme hier das normale Holz und ich werde vielleicht so ein bisschen über die Ecke bauen, dass ich quasi hier so anfangen würde. Ja, so drei hoch erstmal. Ja, so. Und dann müssen wir mal gucken. Ich werde hier erstmal Erde hinsetzen. Ach so, ich bin da. Ja, ich bin mal wieder unfähig hier. So macht man das natürlich. Darf man keinen Block in der anderen Hand haben. Oh, Delahead, hi. So. Okay, kannst du mal Tag machen? Okay. Gucken wir mal, weil es wäre nämlich gerade cool, wenn nicht Nacht wäre. So. Okay, dann können wir mal hier gucken. So, dass wir hier über Eck gehen. Zack. Na, ich weiß noch nicht, ob ich das so machen möchte. Ich bin diesen 3x3-Stil so gewohnt, weil ich das auf meinem Hauptkanal im Let's Play immer so mache. Baue ich immer so 3x3 Häuser. Deswegen bin ich das schon so voll gewohnt. Und auch in meiner privaten Map, die ich ja auch mal zeigen wollte, noch auf meinem Hauptkanal, mache ich das ja auch immer. So, 1, 2, 3. Hier mache ich den nächsten. Ja, kann man machen. Denke ich mal. Kommt hier so eine Ecke hin, so eine Innenecke. Ja. Und dann kommt hier die Wand durch die Kiste am besten, ne? Die ist natürlich immer schön. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hatten wir. So. Ja, gucken wir mal hier lang. Huch. 3 hoch erstmal, ne? Reicht. Okay. Und dann. Soll ich hier noch einen Balken? Ah, ne, hier kommen. Mache ich nur noch hier auf der Ecke ein. Hä, Leute, springe ich schon wieder automatisch? Nee. Kam mir gerade so vor, keine Ahnung. So. Ja, so soll das erstmal aussehen. Ich mache ja schon mal so einen kleinen Grundriss oder so. Und dann werde ich aber auch wieder mit einem kleinen Fingerschnips zurück in die Stadt gehen, um da noch ein bisschen was zu machen. So. Zack. Okay. Ja, dann mal so hier. Alles klar. Ich weiß noch nicht, ob ich das vielleicht dann später noch breiter mache. Müssen wir mal schauen. Gucke ich mir später an. Das ist jetzt erstmal so eine erste Grundidee, wie das Ganze sich entwickeln wird. Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt und dann würde ich sagen, schneide ich jetzt erstmal und wir sehen uns gleich kurz wieder in der Stadt. Mal sehen, was da so ist. Ich war ja schließlich seit wann nicht mehr da? Na gut, seit 3 Tagen jetzt für mich gerade mal. Aber trotzdem, vielleicht hat sich ja da schon einiges wieder getan. Okay, gucken wir mal. So, da stehen wir auch schon im Nether vor dem Portal und ja, ich würde mal sagen, ich gehe mal gerade zurück und mal sehen, was wir so finden. Habe ich gerade wahrscheinlich vor dem Cut auch schon gesagt. Na gut. Ja, oh, jetzt ist natürlich wieder Nacht. Das ist natürlich auch wieder geil, konnte ich mir schon denken. Ich habe auch, ja, ein bisschen. Ich war ein bisschen dumm, muss ich ja sagen, weil ich hätte einfach mich im Nether töten können und wäre dann hier gespawnt, ne? Das wäre natürlich schlauer gewesen irgendwie.
Aber ich war natürlich mal wieder nicht schlau und habe den umständlichen Weg genommen. Ja, nächstes Mal werde ich das einfach so machen. Und ja, Delahead am Start. Mal gucken. Weihnachtsstand wurde ja auch neu gebaut. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal gezeigt habe. Aber der ist noch ein bisschen dunkel, also unbeleuchtet. Und ja, stimmt, hier sind noch mehr von diesen Suppen jetzt. Da waren vorher weniger. Da scheint jemand das anzubieten. Lol, wer hat mich jetzt. Aber das war doch er bestimmt. Der trollt schon wieder rum. Ja, Lol. Irgendwie kommt mir so vor, als ob der sich kurz hinter mich portet. Aber da kann er nicht so schnell wieder da zurück. Na gut, egal. Ich würde sagen, wir gucken uns mal ein bisschen die Stadt an. Ja, bis jetzt sieht erstmal alles ganz normal aus. Ich glaube, meine letzte Stadtrundtour ist schon eine Woche her. Aber ich glaube, seitdem hat sich auch nicht so viel getan. Na gut, ich produziere auch noch vor. Also für mich ist es noch nicht ganz eine Woche her. Aber trotzdem, ich glaube, da tut sich gerade gar nicht so viel in der Stadt. Wir können mal hier gucken. Sie war ja online. Mal sehen, was sie gebaut hat. Hier, iLooch999. Ich weiß immer noch nicht, wie man sie ausspricht. Oh, sie hat jetzt einen Boden drin. Okay, da war noch nicht und ein Keller. Mit ein paar Farmen. Okay. Na gut. Ja, geht auf jeden Fall auch voran, wenn auch nicht so schnell. Delahead zum Beispiel, der baut ja immer ziemlich viel auf einen Schlag. Aber ist ja auch nicht schlimm, muss ja nicht jeder so machen. Und hä, ist die Sandfarm wieder größer geworden? Gucken wir uns das mal an. Ich kann auch gleich nochmal Zuckerrohr abernten. So. Warte mal, nochmal Tag, bitte. Ja, ich kann jetzt selber keinen Time-Set-Day machen. So. Was ist das hier? Keine Ahnung. Hier hat einfach einer hier noch einen weiteren Graben reingemacht. Aber das wäre eigentlich cool, wenn man das zumacht. Und das hier eigentlich auch. Ich glaube, das sollte sowieso irgendwie nur temporär sein und mal schon längst zugemacht sein, ne? So, geh mal weg. Ich bin wieder angekommen, so begrüßt man Neuankömmlinge nicht. Ach du Scheiße, ich habe vergessen, Musik wieder anzumachen. Ach egal. Haben wir jetzt mal keine Musik. So, hab mich schon gewundert. Aber jetzt fange ich nicht nochmal von vorne an. Das wäre ja scheiße. Ey, da hätte ich keinen Bock drauf. Ja, am Anfang der Folge hat man Musik, das hat gereicht. So, und reinschneiden tue ich die auch nicht. Ich bin da viel zu faul zu, so. Weil das ist für mich echt Stress, so. Dann muss ich nochmal durchrendern, nämlich. Weil ich nur eine Tonspur habe. Und die vom Video eben. Also die an sich, die mit aufgenommen wird. Und das ist das Problem. Sonst könnte ich mehrere untereinander packen. Das wäre dann nicht so schlimm, aber. Ja, deswegen nehme ich ja die Musik auch immer schon gleich mit auf. Oder eben gar nicht, wie jetzt. Na gut, vielleicht haben wir ja Glück. Und die Minecraft-Musik geht mal. Warte, nee, das hier nicht. Aber so mache ich mal. Vielleicht hören wir ja zufällig gerade was, aber ich habe das Gefühl, wenn man die Minecraft-Musik anmacht, da kommt irgendwie pro Stunde ein Track oder so. Also richtig wenig. Ist einfach übel schlimm. So. Okay. Haben wir alles? Ich glaube ja. Da können wir nochmal gucken. Aber ich wollte jetzt eigentlich auch nicht in der Folge die ganze Zeit Zuckerrohr abernten, ne? Wir können mal meine Kühe farmen oder paaren. Das wäre eigentlich mal sinnvoll. Das hätten wir gleich machen müssen. Scheiße. Habe ich mir vergessen. Na gut, egal. Jetzt ernte ich erstmal hier fertig ab. Ich kann jetzt auch nicht großartig gucken, ob da was daneben fällt, weil. Ja, sonst dauert es noch länger, ne? So, dann gehen wir hier lang. Vielleicht ist ja wieder irgendwas in meinem Keller, irgendein Schild oder so. Dass ich das noch zur Kenntnis nehme hier. Nee, heute mal nicht. Aber sonst ist es irgendwie ständig so. Ja. Okay, kann ich mal kurz was ablegen? Hier, bitte mal. So, Netherrack. Ja, wo kommt der eigentlich hin? Ich glaube hier so. Ah. Ah, tue ich die mal. Ah, nee, ist egal. Hä, wo kommen die Blöcke hin? Geht ja eigentlich nur hier, ne? Tue ich mal die Türen raus, die kommen eh zum Holz. Was habe ich denn da wieder gemacht? Ja, da war wohl wieder einer geistig abwesend. So. Da guck mal, hier haben wir noch zwei Öfen. Die behalte ich erstmal.
So, hier weiß ich auch immer noch nicht, was ich draus mache. Und dann gucken wir mal, dass ich noch die Kühe jetzt paare. Wie gesagt, hier oben haben wir Weizen. Ah, das hole ich gleich aus den Öfen. Ich mache sowieso noch ein bisschen was offscreen. So. Okay, dann gucken wir mal. Zack. Oh, da können wir schon wieder viel paaren hier. Das ist sehr gut. Ich versuche auch vielleicht später hier doch nochmal Gras reinwachsen zu lassen. Na, warte, haben jetzt alle? Ich glaube ja. Ja, weil so sieht es noch ein bisschen doof aus hier nur mit der Erde. Ich glaube, mit Gras wäre das viel cooler. Das sollten wir auf jeden Fall noch machen. Und die Decke habe ich erstmal aus Sandstein gelassen, werde ich wahrscheinlich auch noch aus Slabs machen. Den Raum kann ich ja eigentlich mal fertig machen jetzt im Offscreen einfach. Ja. Und ich guck mal, vielleicht finde ich einen Enderman, der mir meinen Grasblock droppt. Dann könnte ich den da reinsetzen. Das wäre natürlich auch cool. Na gut. Dann würde ich sagen, wäre es das gewesen erstmal von dieser Folge. Die ist nämlich voll und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo ich hoffentlich ein bisschen weiter schon bin. Ne? Mal sehen, wie viel ich schaffe zwischendrin. Und ja, dann haut rein und tschüss.